Ich war mit 26 Jahren pleite. Ich sage dir, was ich vorher ausprobiert habe. Ich habe einen Import-Export gehabt. Ich habe Versicherungen verkauft. Ich habe eine mexikanische Modeboutique gehabt. Ich habe Jura studiert und nicht abgeschlossen. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Ich werde immer wieder gefragt, muss ich eigentlich etwas aushalten können? Und meine Antwort ist ja. Das musst du. Aber nur etwas, das du liebst. Das klingt jetzt komisch, denn warum will man etwas aushalten, wenn man es liebt? Die Antwort, weil es auch dann schwierige Situationen gibt. Lass mich kurz ausholen, um das zu erklären. Arme Menschen und die Mittelschicht verdienen meist ihr Geld mit etwas, was sie gar nicht richtig mögen, zumindest nicht lieben. Und die Reichen, die tun Dinge, die sie von Herzen lieben. Ein durchschnittlicher Mensch findet einen Job, und zwar den besten, den er irgendwie kriegen kann, und er schaut sich dann auf dem Markt um und überlegt, hey, was kann ich so mit meiner Qualifikation in einem Arbeitsplatz finden, der so angenehm wie möglich ist, bei dem ich so viel wie möglich verdiene und es so easy wie möglich habe. Das ist natürlich jetzt ein Klischee, aber überleg mal, auf wie viele Menschen das wirklich zutrifft. Und wenn er dann an diesem Arbeitsplatz ist, dann wird er sehr schnell eine Menge Dinge finden, weil er überall hinschaut, die er nicht richtig mag. Und er meint sie aber aushalten zu müssen. Da ist irgend so ein Chef, den er nicht mag, da ist so ein Kollege, den er nicht mag und da ist irgendwas am Bürogebäude und in der Firma, was er nicht mag. Er meint es aber aushalten zu müssen oder mindestens tolerieren zu müssen. Und dann bleibt er in diesem Job viele Jahre und freut sich im Grunde genommen auf den Feierabend und aufs Wochenende. Und am Ende freut er sich dann auf seine Rente, weil dann werden ja endlich die anderen für ihn sorgen. Hat er sich ja verdient, weil er so lange ausgehalten hat. Und er empfindet das tatsächlich als gerecht, weil er so viele Jahre gearbeitet hat. Hey, ich glaube nicht an das Rentensystem. Ich glaube, wir sollten so lange arbeiten, wie wir leben, weil wir ja etwas tun, was wir lieben. Stell dir mal vor, du kannst 5-mal in der Woche etwas unfassbar Leckeres essen. Und jetzt stell dir vor, mit 65 sage ich dir, von jetzt ab kriegst du dieses Essen nicht mehr. Wäre das eine Belohnung? Hey, es wäre eine Strafe. Genauso empfinden reiche Menschen es als Strafe, wenn sie aufhören sollen zu arbeiten. Das kannst du mir nicht antun. Sie tun ja etwas, was sie lieben in ihrer Arbeit. So, vor diesem Hintergrund, lass uns jetzt über das Aushalten sprechen, dass du irgendetwas aushältst. Ist es wichtig, durchzuhalten? Natürlich. Sollten wir aufgeben? Natürlich nicht. Sollten durchhalten. Aber wir müssen differenzieren. Hey, nicht um jeden Preis durchhalten. Nicht um jeden Preis aushalten. Die meisten Menschen halten nämlich etwas aus, was ihnen nicht gut tut. Nämlich einen Job, den sie nicht lieben. Das tun sie nicht, weil sie irgendwie blöd sind, sondern weil sie das Geld brauchen. Und ich sage dir, wenn du jung bist, dann experimentiere herum. Schau dir verschiedene Dinge an. Du kannst das jahrelang machen, ist doch nichts passiert. Natürlich werden deine Eltern dann richtig besorgt sagen, du musst doch jetzt mal einen ordentlichen Job, du musst durchhalten und alles Mögliche. Das können wir ihnen ja auch nicht verdenken. Die haben das so gelernt. Geh in die Schule, mach so gute Noten, wie du kannst, mach irgendeinen guten Abschluss, such dir den besten Job, den du kriegen kannst, spar und freu dich auf die Rente. Und zwischendurch kannst du dir vielleicht sogar ein Häuschen bauen. Du weißt auch, dass ich dafür appelliere, dass es gut ist zu sparen. Du weißt auch, dass ich sage, halte durch. Aber ich sage jetzt, differenziere. Denn das Allerwichtigste in deinem Leben ist, für dich privat und auch für die Menschen, die mit dir zusammenleben, ist, dass du etwas findest, was du liebst. Und ja, vielleicht musst du dafür ein paar Dinge ausprobieren. Guck mal, ich war mit 26 Jahren pleite. Ich sag dir, was ich vorher ausprobiert habe. Ich habe einen Import-Export gehabt. Ich habe Versicherungen verkauft. Ich habe eine mexikanische Modeboutique gehabt. Ich habe Jura studiert und nicht abgeschlossen. Ich habe in Mexiko gelebt. Ich habe in Asien gelebt. Ich habe in Kalifornien gelebt. Ich habe ein Abi zwischendurch gemacht. Ich habe hier und da was probiert. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Und ich habe dann nicht gefunden, was ich geliebt habe. Und dann habe ich mir gesagt, okay, zumindest hat es mir ein Coach gesagt, um die Wahrheit zu sagen,
hey, wenn du schon rumgoofst, wenn du schon deine Zeit vergeudest, dass du hier und hier rumguckst, dann lerne wenigstens verkaufen. Denn egal, was du später findest, was du liebst, du musst verkaufen können. So, und ich sage noch ein bisschen anders, dieses Rumgoofen ist gut. Suche etwas, das du liebst. Suche etwas, das du von ganzem Herzen liebst. Und dann ist es nicht schlimm, wenn du ein paar Tage oder ein paar Jahre hin und her geguckt hast. Aber du musst die Zeit nicht verschwenden. Du kannst in der Zeit lernen, du kannst in der Zeit verkaufen lernen, du kannst führen lernen, du kannst Kommunikation lernen, du kannst Social Media lernen, du kannst jede Menge Dinge lernen, die du auf jeden Fall brauchen wirst. Also ich rate dir immer, lerne verkaufen, lerne Menschen zu führen. Denn wenn du etwas hast, was du liebst, wenn du diese Idee dann hast, wenn du sie findest, dann wirst du beides brauchen. Du wirst verkaufen können müssen. Du wirst auch Menschen begeistern können müssen, also Menschen führen. So, was hat das jetzt alles mit Aushalten zu tun? Ja, wir werden immer wieder Ausdauer zeigen müssen, durchhalten müssen, auch wenn du was tust, was du liebst. Und das ist vielleicht etwas, was dich überrascht. Aber selbst wenn du die größte Leidenschaft deines Lebens gefunden hast und sie auch umsetzt, wirst du auf die Probe gestellt. Aber auf einem viel höheren Niveau. Wenn du mich also fragst, muss ich etwas aushalten, dann sage ich ja. Wenn du liebst, was du tust, dann wird es Momente geben, in denen es wichtig ist, etwas auszuhalten. Und wenn du deinen Job aber nicht liebst, den du machst, dann suche weiter. Höre auf dein Herz. Ganz oft ist unsere Leidenschaft etwas, was wir lange vergessen haben. Das ist so dieser Typ, der seinen Schlüssel verloren hat und er sucht dann da draußen. Und ein Nachbar sieht das und sagt, was ist denn los? Sagt er, ich habe meinen Schlüssel verloren. Sagt der Nachbar, kann ich dir helfen? Und dann suchen die so zusammen, es ist inzwischen dunkel geworden. Und dem Nachbar fällt auf, dass der, der den Schlüssel verloren hat, immer nur unter einer Laterne rumläuft. Und da sagt er, hey, hallo, du bist ja immer nur unter der Laterne, du kannst den Schlüssel doch überall verloren haben. Sagt der Typ, der den Schlüssel verloren hat, ja, aber hier ist Licht. Weißt du, die meisten Menschen schauen nach dem, was sie lieben, im Lichtschein von der Tätigkeit, die sie gerade haben. Da muss es aber nicht liegen. Es kann außerhalb liegen, es kann irgendwo im Dunkeln liegen. Du hast es vergessen, du hast anschließend eine Ausbildung gemacht, die dich in eine ganz andere Richtung bringt, aber eigentlich schlägt dein Herz für was ganz anderes, so wie ich Jura studiert habe. Aber meine wirkliche Leidenschaft ist, das zu tun, was ich heute mache, anderen Menschen zu zeigen, wie sie ein würdiges und freies Leben haben können. Mein Fazit, finde heraus, was du liebst und dann zieh es durch. Und dann halte es auch aus, wenn es mal harte Zeiten gibt. Du weißt nämlich dann, wofür du es tust. Du tust es für die Leidenschaft deines Lebens.